willkommen zu einer etwas anderen Vorstellung. Und zwar wurde ja gewünscht, dass ich mal die Karte, wo ich zurzeit die ganzen Mitfahrten aufnehme, zeige. Von Bellatrix Lestrange. Ich hoffe mal, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir gleich an. Ganz in der Ecke, ihr seht schon, die ganz äußersten drei Städte sind noch nicht angeschlossen. Hier ganz Nettersheim, ganz links, ist auch noch nicht. Hier endet übrigens der RE3 von Röpersdorf bei der letzten Mitfahrt. Die S2 habe ich auch schon aufgenommen. Die führt, und jetzt müssen wir weiter nach oben, von hier, Ottenhöfen, hier rum, da lang, über Mesendorf, Engel nach Riedhof und verstärkt hier die RE2. Aber bleiben wir erstmal hier unten. Ja, hier oben seht ihr auch die Maglev-Bahn. Es gibt zwei Strecken und da kann ich euch zeigen, die Karte ist wirklich riesig und hier oben, ihr seht schon, hier endet, das war ja die erste Strecke und hier ist dann die zweite Strecke, die kreuzen sich ja oder begegnen sich ja hier am International Airport. Da bin ich auch noch am gucken, ob man da nicht irgendwie größeren Flughafen setzen kann. Und ihr seht, das ist alles noch provisorisch. Geplant ist auch, später mal dann auch noch Autobahnen zu bauen, dass man dann vielleicht à la Reisebus-Simulator da auch mal eine Mitfahrt mitmachen kann. Und da habe ich auch schon vielleicht eine kleine Besonderheit auch im Hinterkopf. Da müsste ich mal gucken, ob ich das schaffe zu modden. Ich sag nur mal, es hat was mit Autobahn und Anzeigen zu tun. Aber wie gesagt, das schwebt alles erstmal nur in meinem Kopf drin. Oh ja, das sollte man bald auch machen. Die Züge erneuern. Ja, und hier endet dann die zweite Maglev-Bahn. Die zwei Strecke sind mit Luschendorfer Hof mit einer Buslinie verbunden und hier endet ja die S1. Ich glaube, das ist auch zur Zeit noch die, wenn ihr seht, die längste S-Bahn. Mit der letzten Mitfahrt habt ihr sicherlich gesehen mit dem RE3. Die S1 fährt ja auch hier Dörrwalde an. Das wurde hier komplett umgebaut. Und ihr seht auch, die ganzen Städte wachsen doch recht schnell für die paar Jahre, die jetzt erst vergangen sind. Ja, hier seht ihr so ein kleines Industriegebiet ist es ja nicht. Ein Güterumschlagsplatz mit einer, ja, mit einem Zug, der hin und her fährt. Eine Güterstrecke gibt es aber schon. Das seht ihr hier. Das hat sich auch hier auf der S1-Strecke auch schon ergeben, dass ich das da hinbaue, weil hier oben war ein Bauernhof und da ist eine Lebensmittelfabrik und dann da lohnt sich eigentlich nicht, eine extra Bahnstrecke hinzumachen. Da habe ich das per LKW gemacht. Und eine Besonderheit hier auf der Strecke ist, dass haben wir jetzt hier einen Güterzug? Natürlich nicht. Immerhin dann, wenn man sie braucht oder wenn man sie zeigen will, sind sie nicht da. Eine Besonderheit ist, die fahren erst hier rein. Jetzt muss ich mal gucken. Hier auf dem dritten Gleis. Doch, da ist er doch. Wenden dann. Und leider gibt es da keine Wendezüge.
denke mal, das wird auch nicht mehr implementiert werden. Jetzt muss ich mal gucken, wo fährt der zu? Ja, er fährt doch nach dahin. Er kann doch gleich sofort los. Genau, und dann kann hier die nein, die S-Bahn, die sollte eigentlich. Ach so, da. Warte, die doch. Ah, okay, die fährt doch auf Gleis 3 auch dann. Gucken wir mal. Tatsächlich. Tatsächlich doch die eine S-Bahn. Ah, okay. Ja, hier gab es ein bisschen Gehakel, bis sich die ganzen Signale und Wegpunkte so richtig hingesetzt haben, dass, dass hier alle Züge hier vorne warten und nicht sich gegenseitig hier blockieren. Aber das hat alles funktioniert. Ja, hier hinten wird dann die Nahrung hingebracht, weil die Stadt als erstes hier die Nahrung akzeptiert. Hier vorne, ja, der Bahnhof, der ist noch zu weit weg. Hier sind eigentlich nur Umsteiger, also kaum Fahrgäste von dem Ort Enger. Die Buslinien habe ich nachträglich hingemacht. Da waren vorher schon so viele Leute. Man könnte jetzt auch, ja, man sieht hier, wie gesagt, Mesendorf via Riedhof, Mesendorf Riedhof. Also da steht nichts via, via, na, wie heißt der Ort? Via Enger, also dass sie da in den Bussen steigen. Da können wir mal gucken. Ja, da sind es nur 250. Ich würde mal sagen, da steigen mehr Leute aus als aus den Zügen, mehr aus als in den Zügen einsteigen. So würde ich das sagen. Obwohl, das geht eigentlich nicht, ne? Weil die Leute müssen ja wieder zurück. wenn die denn hier arbeiten oder einkaufen wollen oder Freizeitaktivitäten nutzen wollen. Ja, hier haben wir, gehen wir dann ein bisschen weiter nach oben. Das ist, ja, das ist auch noch nicht mehr so in Mitte der Karte. Dann haben wir hier so ein kleines Bahnbetriebswerk. Auch noch nicht sehr weit ausgebaut, aber immerhin ein Anfang. Und einige würden es noch erkennen, den Ort mit dem Maglev-Mitfahrt, mit der zweiten. Da sind wir ja hier dran vorbeigefahren. Da war die Stadt nur hier. Das Ganze, na, ihr seht hier, so Art US-Rasterbau. die stehen ja irgendwie total drauf. Dann habe ich mir gedacht, ach, warum nicht? Passt ja hier auch so aus dem Stand. Oh, da haben wir sogar eine Begegnung. Und wie gesagt, das ist alles neu entstanden. Man fährt auch extra ein Bus immer hin und her, pendelt von da nach da und er schließt. In weiser Voraussicht habe ich die Linie schon hier ganz außen rumgeführt. Dass aber doch so viel hier ist. Obwohl ist auch verständlich, weil hier halt hält ja die RE1, die S1 und die S2. S1 ist richtig gut. Und jetzt ist die S2, okay. So passt das dann auch. Und ja, da muss ich auch noch mehr Busse einsetzen. Da die S2 und RE2 die gleiche, fast die gleiche Strecke fahren, zumindest hier lang, sieht man auch, halten die beide an dem gleichen Gleis, sodass es ein bisschen Abwechslung ist. Und die S1 dann, unabhängig davon fahren kann, damit ich hier auf der Strecke mit der RE2 und S2 jetzt bin ich ganz drin. S2, ach so, ich guck mal, hier habe ich es genau andersrum gemacht, die RE1 einzeln, ist aber auch nicht schlimm.
die einigermaßen im Takt sind. Und man sieht es ja, scheint ja auch einigermaßen zu funktionieren, ohne dass sich die Züge in die Haare kommen. Dann gehen wir noch weiter hoch. Hier ganz außen habe ich noch ein paar Flughäfen gemacht, weil hier irgendwo muss ich ja die Flugzeuge hinfliegen lassen. Das hatten wir, das war die neue Strecke. Und wie ihr seht, da sind noch viele, viele Städte noch frei, was man so noch bauen kann. Die S2 wird hier, startet ja hier und fährt dann parallel zur RE3. Die RE3 fährt ja hier durch. Die Mitfahrt habt ihr ja schon gesehen. Und wie gesagt, die S2 Mitfahrt kommt dann 24 Stunden nachdem das Video, oder nein, noch kürzer, wie das Video hochgeladen wird. Ja, eine ICE-Strecke gibt es auch schon. Die ist hier, wo hier auch der RE3 lang fährt von Dornstedt, fährt dann hier eigentlich die Abkürzung direkt nach Grafschaft, hält da auch nicht, hält in Neuwerben, Hauptbahnhof. Das ist einigen bei der letzten Mitfahrt bestimmt auch aufgefallen. Hier waren ja vorher drei Tunnels, die habe ich jetzt komplett weggemacht und ein bisschen ausgebaut, weil es jetzt doch ein paar mehr Züge sind und das reicht alles nicht mehr so aus. Oder die drei Tunnels haben nicht mehr aus. Die drei Tunnel haben nicht mehr ausgereicht, um die ganzen Fahrzeuge oder hätten nicht mehr ausgereicht, um die auch noch kommenden Fahrzeuge alle aufnehmen zu können. Wie ihr seht, hier wird es langsam auch weiter ausgebaut. Ich denke mal, mit den noch mehr, wenn hier noch mehr Züge langfahren, dass sich die Stadt dann auch noch weiter ausdehnt. Ja, hier wird sich jetzt sogar schon lohnen. Wie gesagt, das alles ist hier neu. Da wird sich auch schon anbieten, da eine Haltestelle zu machen. Wie gesagt, hier ist der unterirdische Bahnhof. Wie gesagt, da gibt es auch keinen richtigen Eingang. Die Leute verschwinden da einfach in die Erde und erscheinen da wieder, um einfach die Lanes setzen zu können, um zu gucken, ob das auch alles so funktioniert. Ja, hier gibt es auch eine Buslinie mit unterschiedlichen Bussen, die nur hier hin und her pendelt. Wie gesagt, das ist hier auch noch nicht alles ausgebaut. Das ist einfach nur so. Ja, hier das Depot. Das wird dann wohl auch irgendwann weggemacht. Und da habe ich vor, vielleicht dann auch noch eine S-Bahn langfahren zu lassen, wo dann hier eine Station hinkommt. Da muss ich hier wohl auch noch wieder umbauen, dass da irgendwo noch eine Station zwischenpasst. Ich denke mal auch so eine Hochstation von Enzois, dass dann hier auch die S-Bahn halten können, wie Terminal 1 bis 3 oder so. Und dass ich dann vielleicht hier nochmal einen Flughafen hinsetze, dann Terminal 4 bis 6 oder sowas hinmache. Da sage ich schon, ja, was aus der Glaskugel. Ja, mehr Güterverkehr habe ich auf jeden Fall auch vor, das zu machen. Und ja, jetzt kommen wir hier zu dem Bereich. Hier ist, ihr seht ja auch, hier ist deutlich mehr, auch alles schon angeschlossen. Hier mit der RB30, die hier lang fährt. Da sieht man gar nicht die Strecken richtig. Ja, hier fährt der Intercity lang. Der halt wurde gestrichen, weil der RE3er bis Dolle fährt. Da kann man sich auch noch überlegen, ob man den RE3 dann nicht über Bolanden nach über Freiburg. Da könnte er nämlich auch durchfahren. Da habe ich auch viergleisig, beziehungsweise zwei
Gleise, wo Bahnsteig ist und zwei Durchfahrtsgleise und dann vielleicht auch bis Üglingen. Oder vielleicht sogar noch weiter, Üglingen und dann hier ein Bogen, weil den Kopfbahnhof würde ich gerne so lassen. Und das war dann vielleicht hier rum, ja, vielleicht die Gleise und dann hier so raus und dann vielleicht hier noch eine Station, vielleicht wo dann irgendwann auch mal Regionalbahn oder S-Bahn halten können. Oh, und das Haus, das muss ich mir einrahmen, bekommt dann, ja, wenn ich dann hier weiterbaue, direkt eine Haltestelle. Keine Angst, wo das jetzt hier weiterläuft. Das speichere ich nicht, sondern gehe dann wieder zurück und mache dann da weiter, wo dann eigentlich die letzte Aufnahme war. Ja, und hier oben ist noch gar nichts. Hier sind nur vereinzelt. Da ist wohl noch ein Flughafen. Ja, und auf der Seite ist dann gar nichts mehr. Das sind nur die freien Städte. Unter Breitsbach, Weilmünster, Bad Sobernheim, Eickstedt, Burgstall. Ja, und ganz oben Zetter, Dregers, Pretschen, Amorbach. Okay, gut. Ui, was ist das denn? Wesselburener Koog. Bolz, Mittern. Ich hatte sowieso vor, auch eine Strecke mit, ja, mal gucken, ob französischem Fahrmaterial oder niederländischem zu machen. Das würde hier vielleicht passen mit Amorbach und Wesselburgener Koog. Das wird doch niederländisch, wird doch sogar passen. Ja, das war es eigentlich schon. Ich will immer weiter rausscrollen, aber es geht nicht weiter. Das Kartenformat, es müsste 1 zu 3 sein. Naja, das ist ziemlich lang gezogen. Sonst habe ich eigentlich immer relativ ausgewogen genommen, aber da habe ich mir gedacht, um lange Strecken zu bauen, wo auch dann richtig Orte auch zwischen sind, beziehungsweise dass man da auch eventuell längere Zeit geradeaus fahren kann, habe ich mir gedacht, nehmen wir die Karte. Ich habe aber wohl nicht angegeben, dass die Karte flach sein soll. Und deswegen gibt es ja auch viele Brücken und Tunnels. Aber wie soll man das denn anders ja, hinbauen? Das muss ja auch noch korrigiert werden. Sieht auch nicht so schön aus. Aber ich glaube, ich habe das Beste draus gemacht. Das wird hier auch noch angeglichen. Ja, ein paar Minuten hier an dem Bahnhof. Obwohl, nee, da könnte ich euch fragen, wo soll ich denn mal die nächste Aufnahme an irgendeinem Bahnhof machen? Ihr könnt ja jetzt das Video zurücksetzen und mal gucken, welchen Bahnhof ihr am interessanten, jetzt langsam, am interessantesten findet. Wo man dann, ja, sagen wir mal, auch mal wieder 10 oder 15 Minuten einfach mal zugucken kann. Interessanter wäre es wirklich schon hier in Neuwerben, weil eigentlich fast alle Linien sich hier kreuzen. Sind sogar alle Linien. Nein, bis auf der Intercity. Der Intercity fährt ja hier lang und endet dann hier in der unterirdischen Station am International Airport. Ja, das wär's. Das wäre soweit. Ja, hier seht ihr auch schon die weiteren Vorbereitungen. Ihr seht ja auch, da sind zwei Stränge und da auch. Hier nur noch ein. Damit habe ich noch ein Zusatzgleis. Vielleicht für Güterverkehr oder so. Wie gesagt, da soll ja auch noch mehr. Und hier es wäre auch noch ein Gleis. Ich glaube, da muss ich mal gucken, ob ich hier rüberkomme und noch vor der Brücke. Sollte aber doch, weil das höher ist. Dann würde ich nämlich das Gleis als Gütergleis nehmen und das ganz äußere auch als Gütergleis. Und das wird dann hier so zusammensnappen. Ja, mal gucken, ob ich den Bahnhof nicht doch irgendwann erweitern muss. Wie ihr seht, hier ist alles
relativ knapp. Oh, Alter, der keine. Keine Poller gemacht. Das ist aber sehr merkwürdig. Normal müsste es machen, aber erst so. Gut, dann macht er, baut er jetzt die Straße, aber komischerweise, da funktioniert es jetzt. Wie ihr seht, da werden keine Häuser hingebaut. Ich denke mal, weil von der Brücke die Bounding-Box passend groß genug ist. Wie ihr seht, noch viel zu tun. Hier wartet der RE3 auf Einfahrt, weil er das Gleis vom ICE nimmt. Der ICE ist jetzt durch und dann kann er auch weiter. Also es läuft doch relativ flüssig. Ja, bis einmal ein paar Sekunden Wartezeit, aber das ist, glaube ich, verschmerzbar. So, dann würde ich sagen, das war es aber wirklich. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Tour gefallen über die Map und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und würde dann sagen, bis dahin und ciao.